diese Musik ist auch dann unsere Quelle für die Bewegungen, aber auch für die Inszenierungen. Es ist nicht eine Geschichte von A bis B. Wir machen unterschiedliche Miniaturen. Der Kreis, und das ist auch ein sehr ikonografisches Element in der Philharmonie, ist, was wir benutzen auch als Kreis von Gott. Aber auch diese ganze Wände oder Architekturen da, wir probieren zu integrieren in das Stück. So, ich will nicht so viel sagen, weil ich finde, es ist schon auch eine Überraschung zu lassen für die Zuschauer. Aber die Tänzer, die klettern manchmal oder die fallen oder so, die spielen schon viel mit diesem Architekturenraum. Das alles ist erstmalig, es ist ein Experiment. Der Text braucht keine Vertonung im Grunde, allerdings wird mit der Vertonung unter Umständen das Wort noch sehr viel intensiver transportiert. Und idealerweise könnte jetzt durch diesen Tanz das Wort noch einmal emotional stärker rübergebracht werden. Dieser Spagat ist natürlich bei Musik immer dabei, weil man einmal den Komponisten hat, den Schöpfer, und den Reproduzenten, den Aufführenden. Und jetzt machen wir noch eine Sache dazu mit dem Tanz, was diese alte Musik, diese alten Texte für uns heute noch viel erlebbarer macht.